war die Gegendemo gegen den Neonazi-Aufmarsch in Lübeck und friedlich. Im offenen Kanal Lübeck dagegen ging es weniger bunt zu. Da hatten sich mit dem Segen der obersten Anstaltsleitung Polizisten breitgemacht, als Bürger ohne Uniform. Sie durften so ihre Sicht auf die Demonstration senden unter dem Titel »Menschen im Demonstrationsgeschehen«. Die Freie Radioinitiative Schleswig-Holstein hatte zwar schon im August letzten Jahres Sendeplätze für ihren Zeckenfunk darüber beantragt, aber im Wettbewerb um freie Sendeplätze hatte sie Platz machen müssen. Daraufhin änderte die Freie Radioinitiative Schleswig-Holstein ihr Programm und dudelte stattdessen 4 Stunden lang im Wechsel mit den Menschen im Demonstrationsgeschehen Musik aus Schönbergs Oper »Moses und Aaron«. Die freien Medienmacher im Freien Senderkombinat Hamburg hatten dazu schon am Freitag folgendes Telefoninterview gemacht. Und wir hören von dir, wie es losging, circa 2002, glaube ich. Genau, also Lübeck ist ja traditionell immer so ein Aufmarschgebiet für Nazis gewesen. Also ich habe hier nochmal so ein bisschen in unsere Chronologie reingeguckt, die wir mal aufgestellt haben vom Lübecker Bündnis gegen Rassismus. Und es ist also eigentlich so, dass man kann sagen, seit über 15 Jahren Nazis eigentlich jedes Jahr in Lübeck marschieren. Und jetzt vor 10 Jahren, damals anlässlich des 60. Jahrestages der Bombardierung Lübecks durch alliierte Bomber, was eine Reaktion auf Coventry war, haben die Nazis erstmalig so einen entsprechenden Aufmarsch hier durchgeführt, haben sich an dem damals ja für die Nazi-Szene recht erfolgreichen Modell Dresden orientiert. Das war aber zunächst einmal 2002 so eine Ein-Punkt-Geschichte mehr oder minder. Also die Gegenmobilisierung zum damaligen Zeitpunkt ist durchaus auch noch relativ schwach gewesen, also beschränkte sich mehr einfach auf die klassische Antifa-Szene. Dann war in den Folgejahren erstmal wieder Ruhe, bis die Nazis dann 2006 den Aufmarsch auch im Vorfeld deutlich größer beworben haben innerhalb der Nazi-Szene. Das allerdings auch im Vorfeld, weil sie da schon recht lange mobilisiert haben, eine breite Gegenbewegung gab. Also wir haben zusammen mit anderen Initiativen erstmal alle möglichen Menschen auch aus der Zivilgesellschaft angesprochen und das hat sich da so eine Art runder Tisch, also dieses Bündnis Wir können sie stoppen, entwickelt, wo insbesondere Menschen aus kirchlichen Zusammenhängen, aber auch aus Parteien wie SPD, Grüne, Linke mit beteiligt waren. Ja, und dieses Bündnis hat nur Bestand seit 2006, genauso wie allerdings seit 2006 auch die Nazi-Aufmärsche eine traurige Regelmäßigkeit haben, immer Ende März des Jahres, also um den Tag der Bombardierung Lübecks herum. Man muss schon auch sagen, dass das sozusagen eines der ganz zentralen Events der norddeutschen Nazi-Szene ist, diese immer wiederkehrenden Demonstrationen in Lübeck. Was denkt ihr dort am Ort? Ja, also zum einen nochmal eine Korrektur. Die Beschlusslage, vor der wir ja aktuell stehen, ist, dass das Verbot der Hansestadt Lübeck gegenüber den Nazis bislang lediglich vor dem Verwaltungsgericht Schleswig niedergeschmettert wurde. Und die Stadt hat heute Vormittag nochmal beschlossen, so Beschwerde gegen diesen Beschluss einzulegen. Das heißt, es geht jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig weiter. Auf den Internetseiten der Nazis ist natürlich, da ist eine wahre Euphorie zu spüren und auch was die Kommentare in den bürgerlichen Medien mit Kommentarfunktion anbelangt, sieht man auch, dass da sehr viele Leute aus dem Nazi-Spektrum gerade sehr, sehr umtriebig sind. Ich denke auch eigentlich so ziemlich alle bei Wir können sie stoppen engagierten Zusammenhänge immer wieder deutlich gemacht haben, dass auch diese Verbotsverfügung der Stadt nicht bedeuten kann, nicht bedeuten darf, dass man sich jetzt zurücklehnen kann. Also wer die deutsche Rechtsprechung an dieser Stelle kennt, hat einfach damit rechnen müssen, dass dieses Verbot gekippt wird. Auch wenn nach unserer Einschätzung die Begründung des Verbotes eigentlich relativ gut gemacht war. Also das heißt, es geht da durchaus
eher darum zu sagen, vom Prinzip her, das eigentliche Verbrecherische ist vor allen Dingen das, was die Nazis da selbst im Rahmen ihrer Demonstration durchziehen, also Verherrlichung des NS und so weiter. Allerdings hat jetzt natürlich das Verwaltungsgericht in Schleswig mit der Begründung, dass sie gesagt haben, na ja, es hätte sich doch eigentlich qualitativ nichts gegenüber den Vorjahren geändert. Ja, wenn man so will, auch etwas nicht ganz Unwahres zum Ausdruck gebracht. Natürlich hat sich gegenüber den Vorjahren nicht sehr, sehr viel geändert, bis auf die Tatsache, dass auf einmal Teile der bürgerlichen Zivilgesellschaft im Kontext der NSU-Morde realisieren, Mensch, Nazis sind durchaus Mörder und die sprechen miteinander, die sind vernetzt. Also alles Dinge, die eigentlich eine antifaschistische Linke nicht wirklich erstaunt hat. Und letztendlich ist die gegenwärtige Begründung des Urteils schon auch ein Signal in die Richtung, dass die Stadt sich natürlich auch sehr viel früher hätte deutlich positionieren müssen. Mama, 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 Lu. Mama, 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 Lu. Mama, 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 Lu. Mama, Mama.